näherte sich der Farm von hinten. Der Grund für diese überraschende Wahl des Fisches fand sich unter der Autobahn, die durch die Gegend führt. Unter der Straße befand sich ein Kanal, der das überlaufende Wasser der Fischfarm auffing. Die meiste Zeit floss nur sehr wenig Wasser durch diesen Kanal und Blätter absorbierten es, bevor es den Fluss erreichte. Aber in dem betreffenden Jahr gab es sehr reichliche Niederschläge und infolgedessen hatte das Wasser in dem Kanal den Fluss erreicht. Dieser geringe Zufluss war bereits ausreichend, um den Lachs anzuleiten. Er muss den Geruch erkannt haben und folgte ihm. Vom Fluss aus gelangte er in den Überflutungskanal, wo er sich durch 5 bis 10 cm tiefes Wasser halb schwimmend, halb kriechend vorwärts arbeitete. Anschließend musste er durch ein verwirrendes System von Wasserrohren im Kanal seinen Weg finden. Doch selbst wenn er so weit gekommen war, stand ihm immer noch die Abdeckung gegenüber, ein schier unüberwindliches Hindernis. Der Lachs muss sich durch den Betonkanal gezwängt haben, der sich unter dieser hölzernen Abdeckung befindet. Doch der Fisch gab nicht auf. Er fand die Röhre, die den Kanal mit dem Becken verbindet, und bahnte sich seinen Weg durch diese nur 12 cm weite Verbindung bis zum letzten Hindernis. Er durchbrach schließlich die Abdeckung, indem er mit seinem Kopf mit aller Kraft dagegen stieß. Am Ende dieser unglaublichen Wanderung erreichte der Lachs wieder das kleine Becken, in dem er 2 Jahre zuvor geboren war. Als die Angestellten der Fischfarm erkannten, was sich da ereignet hatte, fragten sie sich, ob noch andere Lachse an ihren Geburtsort zurückgekehrt waren. Dazu entfernten sie die hölzerne Abdeckung und untersuchten den Kanal darunter. Zu ihrem Erstaunen fanden sie insgesamt 70 Lachse mit den Metallmarkierungen der Fischfarm. Diese außergewöhnliche Geschichte der Lachse ist ein bedeutender Beweis für die Schöpfung. Wir können hieran erkennen, dass jede einzelne Station der Wanderung der Lachse genau berechnet war. Es ist an sich schon ein großes Wunder, dass es ein Programm gibt, das es den Lachsen ermöglicht, nach Jahren in den Fluss zurückzukehren, in dem sie geboren wurden. Und es ist sicherlich auch kein Zufall, dass die Lachse einen natürlichen Kompass besitzen, mit dem sie ihren Weg in den Ozean finden oder dass sie mit dem empfindlichsten Geruchssinn der Welt ausgestattet sind. Der Lachs wurde also ganz offensichtlich speziell für diese Wanderung erschaffen, die ihm als Zweck auferlegt ist und für die er mit allen erforderlichen Eigenschaften ausgerüstet wurde. Der eine, der den Lachs mit all diesen außergewöhnlichen Eigenschaften ausgestattet hat, ist Allah, der Schöpfer allen Lebens und der Herr der Welt.
Eines der interessantesten Geschöpfe der Natur ist die Honigbiene. Mit dem Honig, den sie produziert, bietet sie uns eine außergewöhnliche Köstlichkeit. Honigbienen leben in Kolonien in Bienenstöcken, die sie mit großer Sorgfalt aufbauen. Im Inneren der Bienenstöcke befinden sich tausende von sechseckigen Waben, in denen die Bienen den Honig lagern. Honig ist ein Produkt, das aus Nektar gewonnen wird. Dazu schwärmen die Bienen aus und sammeln den Nektar von Blumen. Eine äußerst mühsame Angelegenheit. Neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge ist der Nektar von 4 Millionen Blumen erforderlich, um ein halbes Kilo Honig zu produzieren. Allein die Blumen zu finden, ist bereits eine schwierige Aufgabe. Kundschafter unter den Bienen werden speziell für diese Aufgabe abgestellt, die Blumen zu finden. Wie finden diese Suchbienen den Weg zu den Blumen in einem Gebiet, das im Vergleich zu ihrer eigenen Körpergröße nur als gewaltig zu bezeichnen ist? Wie finden sie ihren Weg zurück in den Bienenstock, ohne sich zu verirren? Und wie erklären sie den anderen Bienen den Weg zum Ort der Blumen? Wenn wir dieser Frage nachgehen, stoßen wir auf einige sehr interessante Tatsachen. Hier sehen Sie eine Biene, die eine Blumenquelle entdeckt hat. Die Aufgabe der Suchbiene besteht nun darin, zum Bienenstock zurückzukehren und den anderen Bienen mitzuteilen, wo sich genau der Ort befindet, an dem sie die Blumen gefunden hat. Sobald die Suchbiene zum Bienenstock zurückgekehrt ist, beginnt sie unverzüglich damit, den anderen Bienen die Lage der Blumenquelle zu beschreiben. Zunächst lässt sie die anderen Bienen ein wenig von dem Nektar kosten, den sie von den Blumen mitgebracht hat, damit sie sich ein Bild von seiner Qualität machen können. Anschließend beginnt die eigentliche Aufgabe, die Beschreibung der Richtung, in der die entdeckten Blumen liegen. Die Biene bedient sich dazu eines sehr interessanten Kommunikationsmittels. Sie tanzt. Die Suchbiene beginnt ihren Tanz in der Mitte des Bienenstocks, indem sie ihren Körper schüttelt. Es ist kaum zu glauben, aber im Verlauf dieses Tanzes, aus den spezifischen Bewegungen, erhalten die anderen Bienen all die notwendigen Informationen, um die Quelle der Blumen zu lokalisieren. Wenn zum Beispiel die Tanzbewegung in einer geraden Linie zum oberen Teil des Bienenstocks erfolgt, bedeutet dies, dass sich die Blumenquelle direkt in Richtung auf die Sonne befindet. Bewegt sich die Biene in die entgegengesetzte Richtung, dann drückt sie damit aus, dass auch der Ort in der entgegengesetzten Richtung liegt. Sehen Sie, jetzt tanzt die Biene nach rechts. Das bedeutet, die Quelle der Blumen befindet sich genau 90 Grad rechts. Diese Suchbiene erklärt ihren Mitbewohnern die Lage von Blumen in einem Winkel von 45 Grad zur Linken der Sonne. Aber, so könnte man einwenden, wenn die Bienen die Position der Blumen im Verhältnis zur Sonne angeben, wie wird die ständige Bewegung der Sonne berücksichtigt? Alle 4 Minuten bewegt sich die Sonne um 1 Grad weiter nach Westen. Daraus könnte man den Schluss ziehen, dass die Biene einen Fehler machen würde. Beobachtungen haben jedoch gezeigt, dass die Bienen die Bewegung der Sonne mit berücksichtigen. Während die Suchbiene die Richtung der Blumenquelle angibt, ändert sie den angegebenen Winkel alle 4 Minuten um 1 Grad nach Westen. Dank dieser wunderbaren Berechnung kommen die Bienen niemals vom Weg ab. Die Suchbienen teilen jedoch nicht nur die Richtung der Blumenquelle mit, sondern geben gleichzeitig